Draußen regnet es oder es ist, ja gut, verschneit kann es nicht sein, nicht Ende August, müsstet ihr in Australien leben, auf der Südhalbkugel entsprechend. Aber es regnet draußen, zumindest hier, und damit seid ihr hoffentlich dann nicht alleine. Ja, egal, was laber ich da eigentlich? Ja, willkommen zu Update am Montag, der 31. Juli 2023. Und ja, heute gibt es in der News-Show unter anderem, um ein bisschen ernster zu wirken, Aktuelles zum brennenden Frachter Fremantle Highway, nämlich der jetzt zu seinem vorläufigen Ankerplatz gebracht wurde, um ihn dort natürlich weiter löschen zu können. Wir reden sogar heute über das Mautdesaster, über die Pkw-Maut, die nicht gekommen ist. Wird auch noch der Ex-Verkehrsminister Andi Scheuer belangt? Das soll jetzt ein Gutachten, was der bis jetzige Verkehrsminister Wissing nämlich also einen Auftrag gegeben hat, nun herausfinden. Und wir gehen ein bisschen in die Gerüchteküche und schauen wir mal, was da so gekocht wurde. Und zwar nämlich bezüglich der Nintendo Switch 2. Da soll es anscheinend schon Release-Berichte geben, beziehungsweise Berichte darüber, wann der Release der neuen Nintendo Switch-Konsole ist, also dem Nachfolger von der Nintendo Switch. Das alles und viel mehr jetzt hier bei Update. So, jetzt sitze ich bequemer, hoffentlich ihr auch, oder es kann sein vor der Couch. Ne, im Wohnzimmer, schön über den Beamer, keine Ahnung. Oder ganz einfach übers Handy, übers Tablet oder auch klassisch über den PC. Herzlich willkommen zu Dercho TV Update am heutigen Montag. Es ist ein ganz besonderer Montag. Es ist nämlich der Montag vor dem Dercho TV Geburtstag. Ja, morgen, vor 15 Jahren, gab es diese Worte da oben. Das erste Mal im Internet. Ja, vor 15 Jahren. Morgen wird es dazu eine spezielle Morningshow geben. Mehr dazu aber am Ende der heutigen Ausgabe. Also wer mehr dazu wissen will, kann entweder den ganzen Abend warten, bis heute Abend gegen 22 Uhr, 22:30 Uhr, wenn dann diese Ausgabe online gestellt wurde auf YouTube und auf derchotv.de. Oder bleibt einfach dran, tut sich die heutigen News an und weiß auch ganz genau Bescheid, um was es heute geht. Die News, die wichtigsten News des Tages. Und ja, das Schöne dabei ist, so politisch, wie es immer beginnt, tut es heute nicht. Nein, es geht eher um den brennenden Frachter Fremantle Highway, der nämlich an der niederländischen Küste nämlich ja in Brand geraten ist. Das ist ja unter anderem ja durch ein E-Auto ja passiert. Und nein, es heißt ja nicht sofort, E-Autos können dann schnell entflammbar sein. Es wurde schon vorher immer wieder im Übrigen gewarnt, dass man E-Autos nicht per Schiff transportieren sollte. Stellt man sich die Frage, ja, wie anders denn sonst? Ja, dann muss halt irgendwie Elon Musk wiederkommen und irgendwo wieder eine Gigastation bauen oder was das auch immer ist, was da in Brandenburg steht. Egal. Ja, der brennende Frachter, der drohte ja natürlich unter anderem ja auch die Nordsee ja auch zu verpesten mit vielen Giften, natürlich Öl und so weiter und so fort. Und man hat natürlich dann gestern Abend entsprechend damit begonnen, diesen großen brennenden Frachter, also er brennt jetzt nicht so lichterloh, er brennt halt natürlich, aber man hat halt probiert, den jetzt entsprechend zu einem anderen Ankerplatz zu bringen. Gestern Abend ging es damit los und heute Nachmittag ist es geglückt. Ja, er ist nämlich dort angelangt. Das hat die Wasserbehörde von Den Haag heute mitgeteilt. Zwei Schlepper hatten nämlich das Schiff seit gestern Abend nach Osten nämlich geschleppt, bis etwa 16 Kilometer in den Norden nämlich, auf der Norden der Insel entfernt, Schiermonnikoog. Ja, toller Name, liebe Niederländer, bitte immer einfaches. Und natürlich ist auch davon in der Nähe die Insel Ameland nämlich. Der Transport, der war nach Angaben der Behörde auch ohne Probleme verlaufen. Also es gab dort kaum Probleme. Die Lage des Schiffes sei stabil. Der Transport ist auch natürlich von Begegnungsexperten und einem Flugzeug der Küstenwache überwacht worden, um natürlich zu gucken, wäre das Schiff auseinandergebrochen, weil halt natürlich durch den Brand in diesem Tanker
dass Stahl irgendwie zerborsten, verschmolzen wäre, wie auch immer, dass man dann natürlich dann schnell reagiert hätte, gefunkt hätte, hey, es droht jetzt eine richtige Katastrophe, schaut mal. Auch ein Spezialschiff, das im Übrigen Öl wegräumen kann, war dabei. Bisher hatte der Frachter im Norden der Insel Tscherling nämlich gelegen. Ja, der neue Ankerplatz ist nach Informationen der Behörden sicherer und auch vor Wind geschützt. Und dort soll der Frachter jetzt weiterhin von zwei Schleppern in Position, also in eine stabile Position gehalten werden. Und dort liegt er auch nicht dann mitten im Schiffsverkehr. Denn ja, erstmal wird natürlich das Schiff dort einige Tage bleiben. Man will das Feuer natürlich in der Zeit auch unter Kontrolle bekommen. Im besten Falle natürlich auch löschen. Aber die Gefahr, dass die Stahlwände dieser Hitze, dieses Brandes natürlich nicht mehr instand halten, bleibt natürlich noch. Bei Rissen oder sogar einem Auseinanderbrechen könnte eine Ölpest entstehen, eine Katastrophe für die Nordsee, das ja besonders geschützte Wattenmeer und auch für Vogelgebiete und deren Inselbewohner natürlich. Bisher kann das Feuer nicht gezielt gelöscht werden. Löschwasser könnte das Schiff nämlich dann auch zum Kentern bringen. Ja, der Frachter war auf dem Weg nämlich seit vergangener Woche nämlich von Bremerhaven nach Singapur, als es dann in der Nacht zum Mittwoch nämlich dann ein Feuer ausgebrochen ist. Zu dem Zeitpunkt lag dieser Frachter vor der niederländischen Insel Ameland und bei der Evakuierung der Besatzung ist ein Besatzungsmitglied gestorben. Die Kosten des gesamten Einsatzes muss nun der japanische Eigentümer des Schiffes bezahlen. Nicht die Niederländer, nicht die Deutschen, sondern ja, der Schiffbesitzer, der kommt aus Japan nämlich. Die Behörden des Flaggenstaates Panama sind wiederum für die Untersuchung nach der Ursache des Feuers verantwortlich. Der Brandherd, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist wohl eine Batterie eines E-Autos gewesen, aber das muss noch untersucht werden. Blicken wir nach Deutschland und zu einem Prestigeprojekt der CSU, was gescheitert ist. Und zwar nämlich die Pkw-Maut. Ja, die Pkw-Maut war ein Prestigeprojekt der CSU, als sie damals in der Regierung war und sollte natürlich entsprechend ja auch die Autobahnen refinanzieren, wie es in anderen Bundesländern sein sollte. Natürlich nicht in der Art, wie man sich es vorstellen könnte, wie in Österreich oder in anderen Ländern, wo es eine Pkw-Maut gibt. Denn es sollte nämlich anders ablaufen, sollte nämlich so sein, dass vor allem nämlich dann die deutschen Autofahrerinnen und Autofahrer natürlich bevorzugt hätte über die Kfz-Steuer, die aus dem Nachbarausland nämlich kommen, sei es die Niederlanden, Österreich, Schweiz oder wo auch immer, hätten ja eine Vignette zahlen müssen. Und das sah der Europäische Gerichtshof, auch wenn die Schweiz jetzt nicht EU-Mitglied ist, eher so, dass das Ganze rechtswidrig ist. Ja, vor 4 Jahren ist das Ganze gestoppt worden, aber der Bund sitzt auf den Kosten fest. Denn als Folge des geplatzten Deals mit unter anderem den Betreibern zu den Tickets und alles Mögliche, muss nämlich jetzt der Bund 243 Millionen Euro Schadenersatz bezahlen. Das ist im Übrigen Steuergeld, was jetzt ausgegeben wird. Und das an die vorgesehenen Betreiber. Das Ganze war auch Gott sei Dank, das muss man so sagen, eine Verständigung nach einem Schiedsverfahren. Also es hätte deutlich mehr sein können vom Bund her. Und der zuständige Minister damals, Andreas Scheuer, ja, der hat so gemacht. Der jetzige Verkehrsminister, Volker Wissing, nicht von der CSU, sondern von der FDP, der will jetzt nun mögliche Schadensersatzforderungen gegen seinen Vorgänger prüfen. Der will es jetzt wirklich prüfen lassen. Das ist kein Scherz, das ist keine Satire, gar nichts, das ist wirklich so. Wir lassen ein externes Gutachten erstellen, um Rechtsfragen zu klären. Das sagte Wissing gegenüber der deutschen Presseagentur. Weiter hieß es auch, das ist letztlich keine politische Frage, sondern es ist eine rechtliche Frage. Dazu muss das Maß der Fahrlässigkeit untersucht werden. Ja, und da geht es natürlich halt auch darum, um natürlich zu gucken, ob da wirklich, um natürlich zu gucken, wie weit eigentlich auch der Verkehrsminister daran schuld ist und wo natürlich die Fehler auch gemacht wurden. Weiter sagte der Verkehrsminister ja auch noch dazu, ich habe als Minister auch die Vermögensinteressen der Bundesrepublik Deutschland zu wahren und wenn es die Möglichkeit geben sollte, jemanden in Regress zu nehmen, dann wäre es meine Aufgabe dafür zu sorgen, dass diese Regressforderungen durchgesetzt werden und nicht einfach die Akten in den Keller gelegt werden. Also man will wirklich entsprechend alles geklärt haben, alles dort soll geklärt sein, um natürlich zu gucken, inwieweit auch natürlich an die Scheuer
der vorherige Verkehrsminister daran Schuld haben wird. Er natürlich, der denkt sich halt so, ich bin unschuldig, natürlich, klar. Aber das wird jetzt dieses Gutachten natürlich herausstellen. Klar ist natürlich auch, dass viele dieses Verkehrsprojekt, dieses Prestigeprojekt der CSU in der damaligen Bundesregierung, im Übrigen glaube ich auch schon unter dem vorherigen, über den Vorgänger von Wissing, nämlich Alexander Dobrindt, auch schon im Gespräch war und die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel ja gesagt hat, wir erinnern uns an den Satz bei einem TV-Duell, irgendwann war das vor 10 Jahren, glaube ich, mit mir wird es keine PKW-Maut geben und zack, war sie auf einmal da, kam aber dann doch nicht. So sieht es nämlich aus. Ja, inwieweit da wirklich Andi Scheuer, sagen wir mal, die Schuldfrage natürlich, wird sich natürlich so stellen, ob wer wie schuld war. Das entscheiden dann natürlich auch andere. Nicht geradewegs die, die auf Twitter immer alles irgendwie schreiben, beziehungsweise auf X. Für mich ist es ja immer noch Twitter. Und natürlich wird sich auch zeigen, ob da natürlich auch der ehemalige Bundesverkehrsminister damit noch entsprechend irgendwie was zu tun haben wird. Oder ja, er in Ruhe als Bundestagsabgeordneter in der CDU-CSU-Fraktion einfach sitzen bleiben kann. Sitzen bleiben tun wir auch, und zwar nämlich gleich bei den nächsten Themen. Und zwar nämlich geht es gleich in die Gerüchteküche. Das habe ich ja schon im Cold Opener erwähnt. Und zwar nämlich geht es gleich um die Nintendo Switch 2. Es gibt neue Gerüchte zum möglichen Nachfolger der Nintendo Switch. Und zwar nämlich vor allem, wann nämlich es soweit ist bezüglich des Releases der Switch 2. Man könnte sagen, es ist auch noch der Arbeitstitel. Und es geht natürlich auch noch um die Entschuldigung, um die Gamescom. Kommen noch die Fischstäbchen raus. Um die Gamescom nämlich, es geht vor allem um den Merchandise-Bereich und um das Cosplay Village, das sich natürlich wieder in Halle 5 befindet. Außerdem reden wir heute auch nochmal über die Frauenfußball-WM. Das alles jetzt nach Kurznachrichten bei Update Kompakt. Die ukrainischen Streitkräfte haben bei ihrer Gegenoffensive nach Angaben aus Kiew in der vergangenen Woche knapp 15 Quadratkilometer von der russischen Besatzung befreit. Mit 12,6 Quadratkilometern entfiel der Hauptanteil auf Abschnitte an der Front in der Südukraine, teilte die Vizeverteidigungsministerin Hanna Maldja bei Telegram mit. Im ostukrainischen Gebiet Donetsk seien weitere 2 Quadratkilometer hinzugekommen. Damit sind insgesamt nun etwas mehr als 240 Quadratkilometer zurückerobert worden. Der Lufthansa-Konzern verlangt Schadensersatz nach den Flughafenblockaden durch die Klimaaktivisten der letzten Generation. Man beabsichtige, für sämtliche Fluggesellschaften der Gruppe Ansprüche geltend zu machen, erklärte eine Sprecherin des Konzerns. Es geht dabei um Dutzende Flugzeuge, die am 13. Juli dieses Jahres bei Blockaden in Düsseldorf und Hamburg ausgefallen waren, sowie um einen Klimaprotest am 24. November 2022 am Berliner Hauptstadtflughafen. Die Schadenshöhe dürfte im Millionenbereich liegen. In Deutschland wird laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO zu wenig gegen das Rauchen getan. Deutschland bereitet uns weiterhin große Sorgen und belegt auch in diesem Jahr einen der letzten Plätze im europäischen Vergleich, sagte Rüdiger Krech, WHO-Direktor für Gesundheitsförderung. Weltweit berichtete die WHO dagegen von Fortschritten. Inzwischen lebten 5,6 Milliarden Menschen in Ländern, die wenigstens eine der von der WHO empfohlenen Maßnahmen zum Schutz von Nichtrauchen umgesetzt hätten. Im Iran sind 2 Journalistinnen zu mehr als 4 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Teheran habe Nassim Sultan Beghi und Sadeh Shafi wegen ihrer Berichterstattung im Zusammenhang mit den Protesten im Herbst vergangenen Jahres für schuldig gesprochen, berichtete die Zeitung Sagar unter Berufung auf Familienangehörige. Eine Bestätigung durch die Justiz gab es zunächst nicht. Laut Sagar wurden beide Frauen wegen Verstößen gegen die nationale Sicherheit und Propaganda gegen den Staat verurteilt. Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat angekündigt, Verbandsstrafen zukünftig in die Preisgestaltung der Eintrittskarten einfließen zu lassen. Das Geld, das durch diese unnötig und vorsätzlich verursachten Kosten verloren geht, fehlt im Etat, heißt es zur Begründung in einer Mitteilung der Niedersachsen. Sollten alle Bußgeldbescheide für die Saison 22/23 rechtsgültig werden, käme eine Summe von insgesamt 625.820 Euro zusammen. Allein rund um die beiden Spiele gegen den Erzrivalen Eintracht Braunschweig wurden Geldstrafen von insgesamt 150.400 Euro verhängt. Eine Menge Geld, eine ganze Menge Geld. Irgendwo muss ja dann der Verein das Geld ja wieder rausholen. Und wenn die Fans Scheiße bauen, ist das halt die Strafe. Gerecht, müsste man sagen. So viel zu den Kurznachrichten hier bei Dercho TV Update Kompakt, nämlich mehr natürlich auch auf derchotv.de und das seit fast 15 Jahren.
fast 15 Jahren. Und heute unter anderem auch eine News, und zwar nämlich die Inflation in der Eurozone ist weiter gesunken, sieht auch ziemlich gut aus, heißt es von den ersten Zahlen von Eurostat. Außerdem die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland sind gesunken, und der US-Präsident, der Ex-Präsident Donald Trump, der hat eine Klage gegen CNN im Oktober eingereicht, weil CNN ja ihn angeblich irgendwie mit Adolf Hitler verglichen hatte. Und diese Klage ist abgewiesen worden. Außerdem geht es auch noch um Takeshis Castle, ja, die erfolgreiche Show aus Japan, die in Deutschland ja beim DSF, heute Sport 1, ja sehr erfolgreich lief. Die kriegt ja ein Comeback, das ist ja schon im vergangenen Jahr bekannt gewesen. Ein Startdatum gibt es, und ich sage nur so viel, ist es in dieser Woche. Ja, News dazu auf derchotv.de. Jetzt kommen wir zur Nintendo Switch. Ja, die Switch 2, wie sie ja im Moment heißt, die Nachfolgekonsole der Nintendo Switch, da sind wieder neue Gerüchte aufgekommen. Ja, denn natürlich warten ja viele, dass es ja irgendwann mal offiziell was von Nintendo gibt, dass es bald heißt, hey, wir haben eine neue Konsole für euch, den Nachfolger der so recht erfolgreichen Switch, die Switch 2. Könnte man jetzt noch unter Arbeitstitel nennen, und ich glaube auch nicht, dass die Nintendo Switch 2 Switch 2 heißen wird. Ja, in den letzten Monaten hat es immer wieder mehr Gerüchte gegeben über die kommende Hardware und vieles, vieles mehr. Und laut mehreren Quellen in einem Bericht von VGC, des Magazins VGC, scheint Nintendo nämlich jetzt auch schon damit angefangen zu haben, die Developer-Kits an die Entwickler zu schicken. Das heißt, dass gewisse Developer bald wohl ein Kit bekommen, was von der Nintendo Switch 2 ist. Ausgewählte Partner können dann damit auch beginnen, entsprechend die Titel zu optimieren und dann auch wahrscheinlich wohl ja, entsprechende Spiele halt dann für die neue Konsole zu entwickeln. Es sollen auch Details zum Launch-Zeitraum der neuen Konsole herausgekommen sein. Demnach ist nämlich die Veröffentlichung wohl für das nächste Jahr geplant. Genauer gesagt für die zweite Jahreshälfte. Also man kann sagen, in gut einem Jahr. Man könnte jetzt sagen, das Weihnachtsgeschäft, weil, oder sogar noch früher, aber man muss ja auch bedenken, wann kam die Switch raus? Irgendwie im Frühjahr 2017, ne? Und natürlich wäre das ja jetzt ja natürlich, was, 2017? Ja, war 2017. Ja, ich habe die quasi in ihrem zweiten Lebenszyklus quasi bekommen oder so. So kann man das sagen. Ja. Ja, der etwas späte Termin soll auch damit zu tun haben, so heißt es, soll nämlich Nintendo auch Zeit bei der Produktion nämlich verschaffen, um natürlich auch die Möglichkeit zu haben, dass genug neue, also Nachfolgekonsolen der Switch gemacht wurden. Denn man möchte anscheinend das vermeiden, was nämlich bei der PlayStation 5 und bei der Xbox Series nämlich passiert sind, und zwar nämlich Knappheiten. Weswegen ja viele ja dann nach dem Launch der PlayStation 5 ja erst ein halbes Jahr später ihre PS5 hatten, obwohl sie ja schon seit dem Launch-Datum sie entsprechend haben wollten. In einem aktuellen Bericht werden auch mehrere Fakten zur neuen Nintendo Switch auch erwähnt. Demnach soll der Nachfolger mit einem Handheld-Modus ausgestattet sein, also genauso wie, ich mach mal ein bisschen Zauberei, wie die Switch. Ja, das ist sogar die Switch 1, also ne, nicht die OLED und auch nicht die Lite, weil kann ich ja die Joy-Cons abnehmen, um das mal kurz zu demonstrieren. Und der Bildschirm, ne, der Bildschirm, ich weiß, verschmiert. Ja, der Bildschirm der neuen Switch 2, dieser soll wohl wieder LCD sein und nicht die farbenfrohe OLED-Variante, wie es jetzt natürlich bei der Nintendo Switch OLED nämlich ist, der Fall sein. Und das hat natürlich auch einen Grund. Denn Nintendo will die Herstellungskosten senken, und die Hardware, die braucht aber künftig auch schließlich mehr Speicher. Heißt also, ja, wie wird da Nintendo natürlich versuchen zu sparen? Gut, man spart am Bildschirm, man nimmt wieder Standard-LCD, wird wahrscheinlich dem ein oder anderen Switch-Fan oder Nintendo-Fan nicht gefallen. Wer weiß, sind aber nur Gerüchte. Wie viel Speicherplatz dann bei der Switch 2 sein werden, das ist bisher nicht bekannt. Was aber auch bekannt sein soll, ist nämlich, dass Nintendo auch weiterhin noch auf Module setzt. Ja, also auf Cartridges, wie hier zum Beispiel in meiner Cartridge-Box zwei Spiele nämlich sind, muss ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Und somit will man natürlich auch bei Nintendo weiterhin diesen Mix haben aus digitalen Spielen und aus physischen Spielen, damit man sich natürlich, so wie ich jetzt zum Beispiel, sich die Verpackungen natürlich, sich schön im Regal stellen kann oder so. Und das möchte natürlich auch, dies sollte dann auch noch so weiterhin sein. Und in diesem Zusammenhang
könnte auch die Abwärtskompatibilität eine Rolle spielen. Die Quellen konnten aber entsprechende Pläne weder bestätigen noch dementieren. Aber man möchte nämlich die Nutzer von Nintendo Switch Online zumindest in die nächste Generation übernehmen. Heißt also, dass natürlich dann Switch Online, wenn die neue Switch-Konsole, die Switch 2, wie sie ja heißt, draußen ist, dass die dann entsprechend auch dann die Möglichkeit hat, auch Switch Online zu nutzen, ohne dass man dann noch ein Abo-System dann aufmachen muss, sondern also abschließen muss, sondern halt sagt, hey, du hast ja eine Switch, du hast Switch Online, ne? Hier, wenn du dir die neue Switch 2 kaufst, dann kannst du da direkt dein Konto draufladen und so weiter und so fort, ohne zusätzliche Kosten. Sind aber alles Gerüchte, deswegen muss man da ein bisschen aufpassen und wer weiß, wann Nintendo überhaupt die Bombe platzen lassen wird. Wenn ich mich recht erinnere, hat ja Nintendo bezüglich der Switch, die damals ja den Codenamen NX ja trug, im Herbst 2000 16 war das, glaube ich, erstmal die Switch angekündigt und dann gesagt, kommt im März 17 raus und vielleicht macht Nintendo das auch jetzt mit der Switch 2 so. Wer weiß. Vielleicht dann aber erst 2024. Mal gucken. Knapp 3 Wochen sind es noch bis zur Gamescom und weitere Infos gibt es natürlich jetzt auch wieder mal hier auch bei Dercho TV. Wie gesagt, ich bin ja mit Dercho TV oder ich werde natürlich für Dercho TV auch vor Ort sein. Dazu werde ich aber wahrscheinlich wohl am Ende dieser Woche ein bisschen mehr sagen. Ja, weil heute hat jetzt die Woche erst angefangen und erstmal so in Richtung Wochenende. Wenn der Dercho TV live am Freitag ist, werde ich dazu später mehr erfahren bezüglich des Wochenplans, werde ich noch dazu auch etwas sagen. Kommen wir aber jetzt erstmal zur Gamescom und da geht es natürlich auch vor allem nämlich um die Halle 5 in der Kölnmesse nämlich. Die ist ja doppelstöckig. Und die wird in diesem Jahr bei der Gamescom natürlich wieder mal sich unter anderem mit ja, den ja, mit Merchandise und natürlich auch mit Cosplay sich beschäftigen. In Halle 5.1 ist nämlich neben den Dutzenden Merchandise-Händlern, das ist ja, sagen wir mal, im Entertainment-Bereich ja, oder in der Entertainment-Area, der einzige Bereich, wo ja sogar auch noch Sachen gekauft werden können, der Merch-Bereich, während ja in den Hallen 6, 8, 9 und 10 ja eher die Aussteller sind und zeigen, hey, hier, das ist unser neues Spiel oder das Spiel ist schon draußen, spiel es doch mal, stell dich dafür mal 17 Stunden an und so weiter und so fort. Und natürlich ist auch das Cosplay Village dann in Halle 5.1 ebenfalls wieder mit dabei. Rund um die Bühne gibt es dann ein buchstäblich buntes Bühnenprogramm mit Figuren aus natürlich den Videospielen, aus Film, Fernsehen und auch Zeichner, Workshops, Musikacts und auch Influencer werden dabei sein. Auch ein offizieller Cosplay-Contest werden dabei sein, wo die besten Darsteller und Kostüme gegeneinander antreten. Das Obergeschoss der Halle 5, Halle 5.2, hat dann für die Gamescom-Besucher und Aussteller den besonderen Charme, dass der Zutritt direkt ja vom Boulevard aus ja auch möglich ist, falls ihr ja auf der Kölnmesse und auch schon auf der Gamescom wart. Unter den Standbetreibern, die ja überwiegend Fanartikel ja wie T-Shirts, Figuren, Kissen, Caps und alles Mögliche verkaufen, finden sich auch einige prominente Namen, wie zum Beispiel auch Blizzard Entertainment und auch die ESL oder ESL Gaming, wie sie heißen. Darüber hinaus haben sich aber auch für die Halle 5.2 sich auch noch Brettspiel- und Trading-Card-Spezialisten sowie auch Comic-Verlage angekündigt. Auch sehr interessant. So sind unter anderem nämlich Konami Digital Entertainment dabei mit dem Trading-Card-System von Yu-Gi-Oh! Panini wird dabei sein und auch Ravensburger, die mit ihrem Trading-Card-System Disney Locano mit dabei sein werden. Auch die von Spiele des Jahres wird dabei sein. Also entsprechend wird da auch Dorfromantik sein. Ist ja Spiel des Jahres geworden. Und vieles, vieles mehr. Und natürlich wird auch nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr auch wieder die Automarke Mini wieder dabei sein. Wie da das Programm aussehen wird, das wird noch sehr, sehr, ja, das wird noch bekannt gegeben. Das steht nämlich noch gar nicht zur Verfügung, beziehungsweise da ist noch einiges ziemlich offen. Ja, ich hoffe, ihr seid auch auf der Gamescom. Vielleicht sieht man sich. Ich bin ja, wie gesagt, leider nicht die komplette Woche da, sondern nur an zwei bestimmten Tagen. Und ich werde euch dann natürlich auch dann gerne am Ende der Woche aber erst sagen, wie das nämlich aussehen wird. Aber ich kann schon mal so viel sagen. Ich bin auf der Gamescom an 2 Tagen. Und ja, freut euch drauf. Wenn man sich sieht, dann gerne mal einfach mal anquatschen. Ne? Einfach mal so von hinten antippen, aber dann nicht eine reinhauen. Dann gibt es Ärger. Das wird wahrscheinlich jetzt jemand machen wollen. Ja.
Kommen wir zum Sport, kommen wir zur Frauenfußball-WM und blicken wir auf den heutigen Montag, nämlich vor allem in der Gruppe B gab es nämlich auch ein Spiel, und zwar nämlich will ich nämlich über das Spiel Nigeria gegen Irland sprechen, wo nämlich Nigeria nach diesem Unentschieden, die sie heute gegen Irland nämlich gemacht haben, ins Achtelfinale eingezogen sind. Ja, gestern haben ja die deutschen Frauen gespielt, leider gegen Kolumbien ja verloren, heißt also am Donnerstag gegen Südkorea muss ein Sieg her, definitiv, aber natürlich hängt das auch von vielen anderen Möglichkeiten ab. Die Nigerianer sicherten sich ja auch dann neben Australien, die nämlich Kanada auch ordentlich weggehauen haben, den Einzug ins Achtelfinale der Frauenfußball-WM. Und auch für Irland war das ja eigentlich gar nichts mehr in diesem dritten Gruppenspiel. Und die Partie gestaltete sich natürlich direkt zu Beginn auch sehr, sehr hektisch. Nämlich nach 5 Minuten gab es nämlich schon für die Irländerin die erste Chance, nämlich überhaupt in die Führung zu, also in Führung zu gehen. Und Farrelly schoss nämlich eine Flanke nur knapp rechts am Tor vorbei. Ja, leider am Tor rechts vorbei. Nigeria musste sich selbst nach dem Angriff zunächst erstmal fangen, erhielt aber dann nach einer guten Viertelstunde selbst die Möglichkeit, ein Tor zu schießen. Oscholda zielte den Ball auf gut 10 Meter links am Tor vorbei. Und in den nächsten 30 Minuten hat sich dann natürlich ein ausgeglichenes Spiel ergeben. Beide Mannschaften realisierten dann aber auch noch ja, eher kaum irgendwie eine mögliche gefährliche Torchance. Es blieb also torlos. Ja, in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit, dann zeigten sich die Super Falcons etwas offensiver und agierten dann stürmisch in die gegnerische Hälfte. Doch die zwei Gelegenheiten, die es in der 52. Minute gegeben hat, ließen sie aber ungenutzt. Den Druck der Gegnerinnen hielten die Irländerinnen dann auch entsprechend stand, kam selbst ja dann noch 10 Minuten später dann zu einem möglichen Torschuss. Nigeria konnte diesen blocken und verhinderte dann auch entsprechend eine Führung der Irländerinnen. Danach wechselten sich dann immer wieder die Kräfteverhältnisse von Minute zu Minute, jedoch auch ohne irgendwelche Chancen dabei, genauer gesagt, zu haben. Und es gab natürlich auch Versuche von Spielern der Irländerinnen in der Nachspielzeit noch einmal mit allen versammelt im 16er vor Nigeria einen Treffer zu erzielen. Aber natürlich hat Nigeria sich gesagt, machen wir nicht. Wir wollen dieses 0-0 halten. Haben sie auch getan. Ja, am Ende war es dann bei einem 0-0, was ja den Sieg der Australierin gegen Kanada für Nigeria dann auch bedeutet hatte, dass ja dann Nigeria ins Achtelfinale eingezogen ist. Blicken wir mal auf die Ergebnisse vom heutigen Tag. So schaut es nämlich aus. Wie gesagt, Irland-Nigeria 0-0. Kanada hat gegen Australien 0-4 verloren. Auch Kanada ist somit ausgeschieden. Und in Gruppe C hat Costa Rica 1-3 gegen Sambia verloren. Und Japan hat gegen Spanien mit 4-0 gewonnen. Ich muss mich jetzt nochmal dran erinnern, wer da jetzt nochmal weitergekommen ist. Deswegen rufe ich es mal ganz kurz auf. Und ihr seht die Grafik etwas länger als geplant. Deswegen, ich habe es jetzt gerade nicht mehr selbst im Kopf, aber vielleicht kann mir da gleich jemand, ich habe es nämlich eigentlich notiert, aber es hat es anscheinend nicht gespeichert, deswegen ich jetzt da mal ganz kurz mal lunze. Moment, 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 wieso schickt er mich so weit weg? Es war doch ein heutiges Spiel. So, wo waren wir da hier? Genau, Sambia und Japan haben es ins, Achtelfinale geschafft. Sambia und Japan haben es da dementsprechend dann geschafft. Morgen die Spiele im Übrigen, das kann ich schon mal ganz kurz mal gerne mal erwähnen. Morgen gibt es nämlich die Spiele Vietnam gegen die Niederlande, Portugal gegen die USA in Gruppe E und in Gruppe D Haiti gegen Dänemark und China gegen England. Die Spiele Vietnam, Niederlande und Haiti, Dänemark sind im Übrigen auch im Free TV hier in Deutschland im ZDF zu sehen. Die anderen beiden glaube ich eher auf Streamingdiensten bzw. wohl in der Mediathek des ZDFs dementsprechend. Ja. Und soviel dann zu den Meldungen von heute an diesem 31. Juli. Ihr seht schon, 20.17 Uhr, war dies aber heute flink da. Ja, nicht so viele interessante Themen, sagen wir es mal so. Und gewisse Themen müssen halt nicht immer wieder sein, weil ich weiß ja auch, ihr wollt ja auch gerne mal andere Nachrichten haben, deswegen habe ich es mir heute so gemacht. Außerdem, morgens ein besonderer Tag, ihr seht es hier auch eingeblendet, ich werde auch gleich später dazu mehr sagen. Kommen wir aber jetzt erstmal zum Wetter und erstmal auf die Wetterkarte vom Deutschen Wetterdienst, denn da gibt es eher mehr einen Skandal, lieber Daniel. Und zwar unter anderem gibt es sehr viel Regen, der angekündigt wurde. Und zwar, man kann es natürlich auch sehen, ich zeige es mal ganz schnell, ich muss es so machen, sondern nämlich vor allem
In Bayern, Baden-Württemberg, aber auch in Hessen und Nordrhein-Westfalen gibt es Warnung vor Dauerregen, der natürlich bis morgen Mittag andauern kann. Also es könnten so um die 30 bis 45 Liter pro Quadratmeter fallen. Außerdem ist auch noch im Süden am Alpenrand und natürlich auch in Teilen von Baden-Württemberg Warnung vor Sturmböen rausgegeben. Das gilt aber erst für heute Nacht. Also dort gibt es dann Windböen von bis zu fast 100 Stundenkilometer, zumindest im orangenen Bereich, da sind 100 Stundenkilometer möglich. Ja, blicken wir dann aufs Wetter, schauen wir mal in die Nacht hinein und da kann ich halt einfach auch nur noch sagen, es regnet, ganz Deutschland wird wieder nass, denn es gibt überall nur Regen. Temperaturen liegen so zwischen 16 bis 18 Grad, also mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Morgen am Dienstag ebenfalls Regen, aber das wechselt sich öfters mal mit der Sonne ab. Also es gibt auch mal trockene Abschnitte mit ein bisschen Sonne. Hier liegen die Temperaturen so zwischen 20 bis 23 Grad. Blicken wir auf den Rest der Woche. Es sieht nicht besser aus. Also übermorgen am Mittwoch, da regnet es nochmal den ganzen Tag über. Keine gute Möglichkeit für schönes Wetter. Temperaturen aber im Süden bis zu 25 Grad, sonst so zwischen 21 und 22 Grad. Am Donnerstag dann wieder der Mix mit Regen und Sonne. Da sind die Temperaturen dann bei bis zu maximal 22 Grad. Und am Freitag, da hört es im Norden so langsam auf, aber im Rest des Landes regnet es noch. Da gibt es dann Temperaturen zwischen 20 bis 22 Grad. Ja, und jetzt, meine leutende Freunde, gibt es erstmal eine Menge zu besprechen. Denn einerseits bemerkt es gerade, nur der Hintergrund nicht, der ist noch blau, ist schön gülden. Ja, hat einen Anlass. Den verrate ich gleich oder den seht ihr nämlich gleich. Wir kommen nämlich zum Wochenplan. So sieht es nämlich aus. Der Wochenplan seit gestern online. Ihr habt euch wahrscheinlich gefragt, ich habe es ja jetzt ja auch gestern bei Update Sport zum Beispiel gesagt, dass immer montags jetzt immer der Wochenplan besprochen wird, wenn dann halt zwei Formate schon gelaufen sind, beziehungsweise ein Format in dem Falle. Und deswegen gibt es dann hier jetzt erstmal in der News Show die Besprechung immer wieder dazu. Also nicht wundern, wenn das ein oder andere Mal es kürzer geworden ist. Ja, gucken wir auf den Wochenplan. So schaut es nämlich aus. Das ist er für diese Woche. Ihr merkt anscheinend, es fehlt ein Tag. Ja, Mittwoch, das streame ich nicht, kann ich nicht. Ganz einfach. Ich schaue mir den Regen draußen an. Ja, am Montag, jetzt gerade Update, noch bis gut 10 Minuten und dann, ja, die Rückkehr. Gameboy Time nach einer langen, langen Sommerpause ist Gameboy Time wieder zurück. Ich kann auch schon sagen, welches Spiel gleich im Anschluss geben wird, und zwar nämlich Motocross Maniacs für den Gameboy aus dem Jahre 1991, wird nämlich dann gleich gespielt. Das wird es dann in den nächsten 60 Minuten dann ab 20:30 Uhr circa geben. Morgen ist Geburtstag. Nicht meiner, meiner war ja schon vor 2 Wochen. Dankeschön für die nachträglichen Glückwünsche. Morgen ist nämlich der DerchoTV Geburtstag. Morgen vor 15 Jahren war, wie gesagt, da habe ich auch schon darauf hingewiesen, das Ding da im Internet zum ersten Mal zu lesen. Nicht in diesem Look, nicht in diesem Logo, aber zum ersten Mal gab es DerchoTV. Ja, einerseits gibt es nämlich morgen eine spezielle Morningshow. Es wird ein bisschen News geben, es wird aber auch so einen kleinen Rückblick geben. Und ja, ich werde auch morgen gemütlich im Übrigen frühstücken. Ja, ich werde mir morgen schön Brötchen backen. Ich backe sie mir halt noch. Ne? Ich lasse sie mir backen durch meinen Backofen. Also ich werde mir keine Brötchen irgendwie holen, sondern ich backe sie mir. Aufbackbrötchen habe ich gekauft und so. Und dann werden wir hier schön gemütlich frühstücken und essen. Und dann natürlich auch über gewisse Themen reden und natürlich auch auf 15 Jahre DerchoTV zurückblicken. Ja. An dem Tag passiert halt nicht viel. Es ist halt nur der Geburtstag, denn über den ganzen August hin wird so ein bisschen auf 15 Jahre DerchoTV zurückgelunst. Am Freitag dann gibt es erst wieder einen Stream. Ich habe es ja gesagt, Mittwoch bin ich verhindert. Regen angucken natürlich. Und am Freitag gibt es dann wieder Update natürlich um 19:50 Uhr. Und danach DerchoTV Live. Da wird es nochmal einen kleinen Rückblick geben. Diesmal dann auf die YouTube-Sachen, die ich in den vergangenen 10 Jahren nämlich gemacht habe. Denn als ich mit YouTube angefangen habe, kam ja dann auch so ein bisschen DerchoTV zurück. Ich werde das oft jetzt erklären müssen, warum. Und am Samstag, das ist eigentlich schon so gesehen der Höhepunkt des Geburtstages, nämlich von DerchoTV.
15 Stunden live, 15 Jahre, 15 Stunden. Und das bedeutet, dass am Samstag ab 15 Uhr es einen 15 Stunden gibt, aus Anlass natürlich der 15. Geburtstag von der Echo TV. Das ist halt nämlich klar. Ja, da wird viel gezockt, da wird es auch ein bisschen was Besonderes geben. Ich werde da aber erst am Freitag darüber auch erst etwas sagen. Denn wenn ich jetzt schon was dazu erzähle, dann nehme ich ja die Spannung vorweg. Und ich weiß, es gibt immer Neugierige, die immer fragen, ja, was gibt's denn dann da und was hast du vor und alles? Und sage ich jetzt einfach mal, haltet einfach mal die Guschen und wartet erstmal ab, bis dann da mal was kommt. Ne? Also ich habe da was vor und ich habe es auch schon in diversen News angekündigt, dass entsprechend es Games geben wird, es ein bisschen Gelaber geben wird und dass es auch News geben wird. Ja, in einer gewissen Sache. Daniel, noch einmal und ich bann dich. ja, das ist der Wochenplan und im Zuge dessen, dass morgen ja der Geburtstag ist oder generell der Geburtstag ist, kommt Gameboy Time zurück. Nein, hier im Anschluss läuft gleich Gameboy Time nämlich. Unter anderem, wie gesagt, habe ich schon erwähnt, Motocross Maniacs gibt es dann gleich für den Gameboy aus dem Jahr 1991. Und ihr wisst ja, bei Twitch gibt es ja die sogenannten Kanalpunkte. Der ein oder andere Streamer benutzt sie ja natürlich nicht. Ich benutze sie ja schon. Und neben den Standardsachen wie zum Beispiel Nachricht hervorheben, Emote zum Entsperren, ne, dass ihr entsprechende Emotes einsetzen könnt. Ihr könnt nämlich als Follower nämlich auch schon Emotes einsetzen, aber wenn ihr gesubbt habt, also wenn ihr Subscription hinterlassen habt, Stufe 1, Stufe 2, ich muss mir eigentlich neue Emotes ausdenken, dann könnt ihr diese Emotes natürlich nicht einsetzen, weil ihr sie nicht einsetzen könnt. Und weil ihr entweder nicht gesubbt habt oder weil ihr nicht gesubbt habt. Und natürlich ist die Möglichkeit da natürlich auch da. Außerdem gibt es noch andere Sachen, wie zum Beispiel ein 12-Stunden-Mario-Kart-Stream, VIP-Status, ein 24-Stunden-Stream könnt ihr triggern, Fortnite-Stream könnt ihr auch triggern, ja, der ist auch drin. Und das Ganze ist jetzt um die Hälfte reduziert worden. Ich habe mir so gesagt, komm, als kleinen Anlass, weil ich ja nicht so groß bin, nicht irgendwie welche Giveaways machen kann, habe ich mir jetzt gedacht, komm, ich halbiere für den ganzen August, also für 4 Wochen jetzt, bis Ende August gilt das wirklich, also ab dem 1. September sind sie wieder alle bei doppelt so viel, reduziere ich um die Hälfte die ganzen Kanalpunkte. Heißt also, wer wirklich jetzt, sagen wir mal, vor dem 24-Stunden-Stream steht, also vor 375.000 Kanalpunkte, kann sie jetzt einlösen. Wer von einem News-Only-Stream steht, der kann sie auch jetzt einlösen eventuell. Oder einen VIP-Status für 250.000 Kanalpunkte bekommen, normalerweise für 500.000. Für die, die sich die Frage stellen, gilt der VIP-Status dauerhaft? Ja, für ein Jahr. Für ein Jahr gilt er. Ja, muss ich eigentlich auch noch. Ich glaube, habe ich das reingeschrieben? Ich muss mal gerade gucken. Ja, genau, für ein ganzes Jahr gilt er. Also der VIP-Status gilt wirklich für ein ganzes Jahr, wenn ihr eine 250.000 Kanalpunkte einsetzt. Außer ihr seid Mod oder habt schon den VIP-Status, dann geht das natürlich nicht. Ich kann ihn euch aber wegnehmen. Nein, also für die schon VIP-Status haben, das geht natürlich nicht. Da könnt ihr dann natürlich eure Kanalpunkte für was anderes sparen. Und wie gesagt, selbst halt auch die Standardnachrichten wie meine Nachricht hervorheben, Emote zum Entspannen sind auch um 50% gesenkt. Also das ist dann auch die Möglichkeit. Einerseits wahrscheinlich ermöglicht euch dadurch, ne, eure Kanalpunkte für andere Dinge zu sparen. Andererseits natürlich, ne, kommen gewisse Event-Streams eventuellerweise immer näher. Das ist ja halt auch die Möglichkeit. Ja, und wie gesagt, morgen 9 Uhr der nächste News-Stream quasi. Oder der nächste Stream, falls ihr jetzt gleich abschalten werdet, ist dann der nächste Stream nämlich mit der Morning Show, wie gesagt, ein kleines Special von Kickoff, dass es so ein bisschen gemischt dann sein wird mit News und natürlich dann auch mit einem kleinen Special zum Rückblick auf zum 15. Geburtstag von Dercho TV. Und Update gibt es, wie gesagt, dann erst in dieser Woche, erst wieder am Freitag. Ich habe es schon erwähnt, Mittwoch, ich glaube schon zum dritten Mal heute oder so, Mittwoch bin ich nicht da. Deswegen, ja, das ist es dann auch schon gewesen. Hier im Anschluss gleich Gameboy Time, wie gesagt, mit Motocross Maniacs für den Gameboy gleich hier live auf Twitch und später dann natürlich zu sehen auch auf YouTube. Dankeschön für euer Interesse, für die News, Dankeschön fürs Dabeisein. Wir sehen uns dann gleich wieder bei Gameboy Time oder morgen in der Morning Show oder im Laufe dieser Woche hier auf Twitch oder auf derchotv.de. Bis dahin, alles Gute und tschüss.